Herzlich willkommen zum Quiz des Monats Juni 2021. Auch heute gibt es wieder etwas zu gewinnen. Und zwar wird der Gewinner unter den richtigen Einsender ein kostenloses Businessplan-Template bekommen. Dieses Template hat sich schon vielfach ausgezahlt und bewährt bei diversen Fördermittelanträgen. Und du bekommst es als Word-Vorlage mit einem Passwort, sodass du es nutzen kannst für deine Vorhabensplanung. Die Quizfrage des Monats lautet, wer genau kann einen AVGS beantragen? Und hier ist es vielleicht hilfreich zu wissen, was ist ein AVGS und was kannst du damit machen und welchen Wert hat er? Der Begriff AVGS steht für einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Ursprünglich wurde das mal geschaffen für Bewerbungscoaching, später aber erweitert für eine Vorgründungsberatung. Wenn du also einen Businessplan erstellen möchtest, einen Finanzplan erstellen möchtest, rechtliche, steuerliche, vertriebsrelevante, marketingrelevante Informationen und Beratung brauchst, dann kannst du das mit einem AVGS zu 100% fördern lassen. Und der Wert, der liegt zwischen 2.000 bis 5.000 Euro, je nachdem wie dein Sachbearbeiter entscheidet. Die genaue Fragestellung ist also, und auch damit deine Antwort, die es einzureichen gilt, wer von diesen 7 Personen oder Situationen kann tatsächlich einen AVGS stellen? Ist es also jemand, der beim Arbeitsamt ist und ALG 1 bezieht oder beim Jobcenter ist und ALG 2 bezieht oder ist es jemand, der sowohl ALG 1 und oder ALG 2 bezieht und einen Nebenerwerb bereits hat? Oder ist es jemand, der angestellt ist und noch keinen Nebenerwerb hat, aber vielleicht überlegt, sich gründen zu wollen? Oder darf es jemand, der arbeitslos ist, aber keine Bezüge bekommt vom Arbeitsamt? Oder ist es jemand, der bereits im Vollerwerb tätig ist, aber noch nicht sich selbst finanziell tragen kann und ALG 2 beantragen hat? Oder dürfen das sogar alle beantragen? Wenn du jetzt schon die Lösung herausgefunden hast oder vielleicht noch ein wenig recherchieren musst, dann lade ich dich ein, jetzt deine Lösung an folgende E-Mail-Adresse zu schicken, nämlich an quiz@x-group.de. Am Ende des Monats werden wir wieder aus allen richtigen Einsendern eine Ziehung veranstalten. Und wenn du der Gewinner bist, dann kriegst du von uns eine Information, dass du gewonnen hast und auch das entsprechende Template zugeschickt. Und nun viel Spaß und viel Erfolg bei der Auflösung des Quiz. Dein Daniel Schäfer.